Willkommen bei Kfz40, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es um meinen Lupo und wir werden heute auf jeden Fall den GT30 Lader ausbauen, der mit den externen Wastegate, und werden einen GTX Lader einbauen von Garrett mit natürlich anderen Krümmer und anderen Wastegate. Viel Spaß mit dem Video. Hey Jungs, ganz ehrlich, wer redet auch manchmal mit der Schraube? Oder Mutter oder Unterlegscheibe? Komm doch, jetzt mach doch keinen Mist, jetzt komm doch mal. Macht ihr das auch? Ganz ehrlich. Und wenn ja, schreibt das mal in die Kommentare. Oder bin ich der einzige Verrückte hier? Wir haben die Krümmer abgebaut. Das ist der Krümmer, der drauf war. Und das ist der neue Krümmer. Ihr seht schon ein bisschen die Unterschiede. Erster Unterschied natürlich ist der Anschluss. Ne? Ihr seht, der Anschluss ist ein bisschen mehr hier rüber gekommen. Hat auch einen Grund. Und hier sieht ihr nochmal, ne? Die sind einfach viel breiter. Hier Anschlussseite viel, viel breiter. Dazu kommen wir aber gleich. Warum? Ansonsten alles gleich. Beides ist T3. Und jetzt machen wir die andere Seite. Natürlich, der hat auch viel größere Rohre. Ihr seht, der ist ein komplettes Stück und richtig schön groß, ne? Und hier etwas kleiner. Und dann kommen wir auf die andere Seite und da seht ihr schon den Unterschied. Hier haben wir ein Loch, hier nicht. Warum das Ganze? Hier Abgasseite ist kleiner. Achso, warte, ich drehe euch den so. So, dass ihr ungefähr mal so gleich liegt. Aber ihr seht das hier. Hier haben wir den Wastegate im Turbolader integriert. Das heißt, das nennt sich ja auch interner Wastegate und der hier hat kein Wastegate. Das heißt, wenn wir den jetzt so auf in den hier verbauen würden, könnt ihr den Druck nicht ablassen. Das heißt, wir könnten volles Rohr Ladedruck fahren. Dann ist der Turbo natürlich hin. Kann man das machen? Theoretisch ja. Ist es empfehlenswert? Nein. Also wenn man Motorschaden riskiert, ja, ansonsten nicht. Ja. Deswegen brauchen wir natürlich einen Krümmer, der diesen externen Wastegate hat. Also, wo wir den externen Wastegate anschließen können. Und jetzt könnt ihr auch verstehen, warum wir alles breiter haben. Einmal hier viel breiter haben, den Anschluss, und einmal hier viel weiter haben, breiter haben. Weil wir sehr, sehr nah am Motor sind. Deswegen, dass wir halt ein bisschen Abstand zum Motor haben. Darum wurde das Ganze auch breiter gemacht. Und hier auch, dass der Turbo halt viel weiter nach vorne schaut und den Wastegate halt nicht stört, später bei den Anschlüssen. Was auch sehr, sehr schwer immer ist, wenn man den Dompipe baut. Und hier, das Besondere bei dem ist halt, ne? Hier können wir den Ladedruck selber bestimmen. Natürlich kann man bei dem ja auch, aber über Software, ne? Und bei dem hier können wir das selber machen. Der hat hier verschiedene Federn drin. Warte, ich zeige euch mal die Federn. Wir werden das Ganze jetzt verbauen. GTX-Lader kommt rein. Das ist ein GTX30 von Garrett. Und das war der China-Lader. Den haben wir ausgebaut. Das Ding ist eigentlich echt nicht schlecht. 1,5 Bar, keine Probleme. Ab 1,5 haben wir Probleme gehabt. Und bei denen hier könnt ihr bis 3 Bar fahren. Wobei 3 Bar nicht empfehlenswert ist, aber ja, das wird gehen. 3 Bar könnt ihr machen. So, das Ganze werden wir jetzt schnell einbauen. Wir werden den Turbo einbauen und dann mal später mal schauen, wie das ausschaut. Guck mal, Alter, das sieht aber geil aus, ne? Mit den Bremsen und Felgen. Das steht dem. Steht dem, ne? Der sieht jetzt schon gefährlich aus. Und dann noch mit dem Motor hier. Hier, da. Ja. So, ja, wie ich das liebe, neues Projekt, was heißt neues Projekt, also Lupo, wir können es ja schon mal nennen, so Lupo 2.0,
neue Probleme. So, ich habe ja das eingebaut, ne, den Krümmer haben wir eingebaut, den neuen, dann haben wir den GTX-Lader erstmal eingebaut, haben aber das folgende Problem, wir wollen ja das anders haben. Wir möchten ja, dass der Luftanschluss, also die Verdichterseite, dass der einmal hier hinkommt, dass wir den Luftfilter hier haben und die Dome-Pipe geht dann von hier raus. Und dann haben wir ein folgendes Problem. Wir gehen ja auf Wastegate, ne? Auf externen Wastegate. Und wenn wir jetzt, hier könnt ihr schon mal selber sehen, wenn wir das Ganze so hier dran machen und das Ganze einmal hier umdrehen, das heißt den Turbolader umdrehen, haben wir das Ganze hier unten. Ne? Und der muss ja auch noch, der Anschluss muss ja auch noch zur Dompipe runter. Also wird das Ganze nicht klappen. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall einen anderen Krümmer. Habe ich schon mich drum gekümmert. Ich habe schon einen neuen Krümmer bestellt. Der kommt die Tage. Dann werden wir den Turbolader einmal umdrehen. Ja, oder ich drehe den kurz um. Ich zeige euch das nochmal. Warte, ich drehe das jetzt kurz um. So, den Turbo habe ich jetzt umgedreht. So wie ich es eigentlich haben möchte. Dass der Luftanschluss hier ist. Dass wir den Luftfilter hier haben. Und dass wir die Dompipe von hier dran machen. Ja, und jetzt haben wir ein folgendes Problem. Alter, du musst näher dran kommen. Mhm. Und ihr seht schon hier, wenn ich den hier dran mache, der passt doch nicht mehr drauf, dann geht das Ganze nicht. Daran habe ich nicht gedacht, weil wir das Ganze ja natürlich so machen wollen, dass das ja auch so hier rauskommt, also das Luftfilterkasten hier, weil wir sehr viel Platz haben. Wir gehen mal einmal rein. Hier. Wir wollen ja so machen, dass der Luftfilter hier hinkommt, weil wir ja alles hier abbauen. Ne? Hier elektrische Servopumpe, das werden wir alles abbauen. Haben wir schön Platz für unseren Luftfilter. Und dann hier wird er dann sofort zum Ladeluftkühler gehen, das Rohr. Und dann der Anschluss von der Drosselklappe werden wir natürlich theoretischerweise ändern. Das heißt, da kommt eine andere. Hier, du musst einmal hier hinzeigen. Hier. Da kommt eine andere Ansaugbrücke, dass wir den Anschluss hier haben. Das heißt, die Drosselklappe hier haben. Da suche ich noch. Ne? Und so wird das. Und deswegen müssen wir das Ganze ändern. Davor war das ja bei dem Lupo hier. Das heißt, der Luftfilter war hier. Und hier ging er zum Ladeluftkühler. Und dann kam er hier raus und ging hier zur Drosselklappe. Und das Ganze drehen wir einmal komplett um. Und deswegen mache ich das Ganze hier auch, dass wir den Anschluss so haben. Ne? Das heißt, ja, neun Krümmer. Ist aber nicht schlimm. Den Krümmer kann ich auf jeden Fall irgendwann nochmal gebrauchen, wenn wir ein anderes Projekt machen, wo wir das Ganze auch umdrehen können. Das ist kein Problem. Nur bei dem Lupo müssen wir echt, wir müssen jeden Zentimeter aufpassen, was wir machen, weil ich möchte das ja richtig, Anführungsstriche, richtig geil haben. Und deswegen müssen wir jetzt aufpassen, dass wir auch alles genauso haben, wie ich das will. Na, sonst gibt es dann später Bastelei und das möchte ich nicht. Und deswegen geht das nicht. Deswegen werden wir jetzt einen Krümmer holen, was noch einen Stoßaufkrümmer haben, wo wir der Turbo, also wie bei meinem S3, der wird einmal, also der GTX-Lader kommt einmal oben drauf und dann haben wir hier einen Anschluss von unten schön und dann stören wir auch nichts und dann können wir das Ganze auch schön verbauen. Dann ist der Turbo halt höher, da sieht man den Turbo direkt, ist aber auch nicht schlimm. So. Also Ansaugbrücke brauchen wir neu. Bei der Ansaugbrücke muss ich noch schauen, was für eine Ansaugbrücke ich finde. Und bei dem ja, Krümmer. Suchen, suchen, suchen. Ist doch schön. Nein, dann. Hab was zu tun. Hab was zu tun. Ja, aber das ist auch so. Das möchte ich auch richtig geil haben. So, aber Jungs, ihr könnt mir mal echt mal helfen. Weil bei euch gibt es ja Leute, die halt Sachen wissen, die ich nicht weiß. So, wo kriege ich Silikonschläuche her? Ich brauche Silikonschläuche. Am besten für den 1.8T brauche ich die ganzen Silikonschläuche. Alles. Alles drum und dran. Ja. Kann mir einer da was empfehlen, wo ich das herkriege? Oder vielleicht hat es hier einer da rumfliegen und braucht es nicht. Weil die brauche ich auf jeden Fall alle neu und alle in schwarz, wenn es geht. Nicht irgendwie, dass ich so rot, gelb, grün, blau. Nein, nein. Das Einzige, was hier orange ist, ist der Zylinderkopf und die Ansaugbrücke können wir vielleicht auch noch orange machen, weil der passt doch. Guck doch mal da. Ne? Orange, orange. Passt doch.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Und die Bremssattel auch orange. Ja. So, wir haben ja ein geiles Wetter und dann gibt es ja natürlich auch noch ein VR6-Projekt bei mir. Besser gesagt, der VR6-Turbo-Projekt, der Golf. Und da gibt es Neuigkeiten. Aber mehr dazu Samstag oder Sonntag. Weil ich hole am Samstag, bin ich in Nürnberg, so nebenbei. Da bin ich in Nürnberg und hole einen Turbo-Kit ab. Oder viel mehr. Mal schauen. Aber dazu viel mehr Sonntag. Werde ich bestimmt ein Video daraus holen. Da freue ich mich, dass wir endlich den, ja, den VR6 fertig machen. Ne? So, so viel dazu. Bleibt gesund. Wir sehen uns. Euer Kraft der Tutsi. Bis dann. Haut rein. Ciao.